Benten, das ist ein reinrassiger Basset, also was in Anführungsstrichen ganz Besonderes, also zumindest eine Rasse, die man so in den letzten Jahren gar nicht mehr so viel gesehen hat. Er ist 3 Jahre alt, stammt ursprünglich aus dem Ausland und wartet jetzt bei uns auf ein neues Zuhause. Ist vom Wesen her ein ganz, wie man sieht, ruhiger Bursche, ausgeglichen, verträgt sich mit Artgenossen und hätte auch sicher keine Probleme im Haushalt mit älteren Kindern zurechtzukommen. Es wäre natürlich wichtig, dass er im neuen Zuhause keine Treppen steigen sollte, aufgrund seiner Figur. Und von daher fänden wir es halt ganz toll, wenn es eben ebenerdiges Zuhause wäre oder Haus oder Wohnung, also mit Aufzug wäre auch gut. Das ist ein britisch Kurzhaarkater, 16 Jahre alt. Die ehemalige Besitzerin ist in eine Pflegeeinrichtung gegangen und deswegen ist er bei uns jetzt im Tierheim. Seine Persönlichkeit ist genauso wie die Rasse, das heißt sehr lieb, sehr schmutzig, sehr nah an Menschen. Da ist er auch sehr sozial, also er kann gern zu einer zweiten Katze zu Hause oder dritte Katze. Da Riedig 16 Jahre alt ist, wünschen wir uns ein ruhiges Zuhause. Also ohne Kinder, ohne viel Bewegung, mit Ruhe. Das sind unsere aktuellen Riesenbabys. Benannt nach den Beatles. Die sind jetzt etwa 4 Monate alt, haben bereits ein Gewicht von über 1,5 Kilo. Wir vermuten mal, dass es sich um deutsche Riesen handelt, eventuell sogar Mischlinge. Da es Fundtiere sind, können wir da gar nicht großartig zu der Rasse was sagen. Schätzungsweise erreicht sie ein Gewicht von über 3 Kilo, wenn sie dann ausgewachsen sind in ein paar Monaten. Als Fundtiere zu uns gekommen, haben sich hier im Tierheim kennengelernt, sind jetzt ganz frisch zusammen, ungefähr 1 Jahr alt und annähernd ausgewachsen. Wir haben die Erfahrung gemacht bei den großen Rassen, dass die einfach viel menschenbezogener sind als die sogenannten Zwergkaninchen. Viel entspannter im Umgang mit Menschen, ganz gelassen und ruhig, bieten von sich aus viel mehr an. Also wollen auch mal gestreichelt werden, möchten mit dabei sein und genau deswegen sind die schon sehr beliebt.